Yo Leute, was geht? Zeit beim Start. Willkommen zu einer neuen Runde. Da habe ich wieder meine alte Begrüßung gemacht. Ey, was laber ich hier für eine Scheiße? So, meine alte Begrüßung gemacht. Eigentlich ist die ja, wie war denn die nochmal? Scheiße, ich habe die vergessen. Ich habe gerade einen kleinen Hänger. So. Irgendwie, was geht Zap am Start oder so. Boah, ich habe gerade voll den Hänger. Ich weiß gar nicht mehr, wie die war. Egal. Total spannend. Immer dieses Runtergefalle, ey. Das kackt. Boah, ey. Dicke Küttel, Alter, am Arsch. Das verhalte ich von dem Scheiß hier. So. So, jetzt haben wir einen Weg nach oben. Geht doch. Ich würde das schon mal gerne abtrennen, damit man schon mal sieht. Ey, Digga, das sieht sexy aus, das kannst du so lassen. Na, ich bin da noch ein bisschen, ne? Mir überlegen. Da hat jemand einen fahren lassen in der Höhle. Hat sich so angehört. So, aber wir bauen jetzt mal weiter. Leute, das geht nicht weiter. Weiter, was laber ich? Hui! Ich bin behindert. So. Total actionlastig hier gerade. Hey, hey, hey. So, aber wir müssen jetzt hier mal die ganzen Blätter raushauen. Wenn ihr eine schnellere Taktik kennt, um die scheiß Blätter wegzubekommen, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Denn mir geht langsam das Eisen raus. Wir machen uns jetzt aus den letzten paar Eisendingern, ja, eine Schere, und wenn das halt leer ist, dann, ja, dann können wir jetzt eigentlich in die Höhle gehen. Zwar wollte ich das jetzt zu Ende machen, aber ohne Schere, ne, unter diesen Bedingungen will ich nicht arbeiten. Ja, kein Wunder, ey. Wir machen hier voll die Riesenbaut, ey. Wir bauen erstmal ein Baumhaus, bauen das dann um in ein Schiff, dann in ein großes Anwesen. Ich will jetzt nicht Villa sagen. Später sieht das aus wie das letzte Obdachlosenheim. Und ja. Aber hält bis jetzt gut. Schöne Aussicht auf diese Wand hier. Oh, Ficky. Ficky mit Eistee. Kennt ihr? Kennt ihr eben? Also, ich kenn's nicht. So. So, meine kleinen Sträucher. So, jetzt habe ich auch noch einen. Wenn ich euch abmache, kann ich euch auch mitnehmen. Meine Süßen. Yes. Boah, wie dunkel es hier ist, ey. Wie in der tiefsten Poperze. Was ist da los? So, laufen wir mal rüber. Ich bin wieder mal richtig krass am Verhungern. Boah, die Anzeige geht runter, Alter. Sind wir irgendwie fett oder was? Anscheinend nicht, aber als wenn wir hier irgendwie voll der krasse Sportler wären und jede 5 Minuten was essen müssen, weil wir hier 5-mal ums Haus rennen, aber nein. Machen wir nicht, aber müssen trotzdem essen, ja. Ach, da ist die Schere. So, und machen wir das hier mal weg und dann machen wir sofort weiter. Ich habe keinen Bock, ey. Ich bin hier nicht, ich will hier jetzt nicht 10 Minuten lang Blätter wegmachen. Doch voll der Abfuck. Aber wenigstens haben wir hier ein bisschen Holz freigelegt, dass wir sofort abbauen können. Aber erstmal mache ich hier noch ein bisschen Holz hin. Den Boden ein bisschen verlegen. Und dann können wir das abbauen. So. Weil ich nicht will, dass es nach unten fällt. Denn dann müssen wir nach unten rennen. Darauf habe ich keinen Bock. Dann müssen wir wieder hochrennen und wieder runter und so. Soll ich gut. So. So. Hier. Sieht schon mal richtig sexy aus, würde ich sagen. Also hat schon was, ne? Meine Freunde. Whoops. Ja, bald startet ein neues Projekt. Keine Ahnung, ob ich davon schon erzählt habe oder nicht. Jedenfalls mache ich das jetzt.
Bald startet ein neues Projekt. Habe ich noch nie gezockt. Ist auch relativ alt. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen wird oder nicht. Ich hoffe, mir wird es gefallen. Wenn nicht, dann habe ich eben Pech gehabt. Und dann wird es aber auch wahrscheinlich pausiert oder sonst was. Oder keine Ahnung. Und ich hoffe, das wird mir gefallen. Auch obwohl das so alt ist. Ich hoffe, ich werde keine technischen Schwierigkeiten haben. Denn das habe ich schon noch nicht gemacht. So was. Hat mir ein Kumpel empfohlen. Der Nino, der Pimmelreiter. Hä? Wer hat das gesagt? Steht hier jemand? Hey, was ist da los? Komm aus dem Schrank raus. So. So, ich schon. Ah, da ist ja schon der Pfeiler. Mein kleiner Freund. Irgendwas passt hier gerade nicht. Ach doch, 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 passt. Passt, ich habe das hier übersehen. Hier geht's ja noch weiter. Leute. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Ups, ups, ups. Okay, da. Nee, da haben wir noch genug Holz. Ah, jetzt haben wir alles verballert für Holz. Wir brauchen ja noch ein bisschen für die Umrandung. Was mache ich hier mit meiner Maus? Eins. So. Jetzt kommt die Schere. Jo. Das war's mit der Schere. Das war's jetzt auch mit mir. Und zwar gehe ich jetzt in die Höhle. Bisschen Abwechslung. Also wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier am Haus rumbauen. Aber es sieht schon mal richtig, richtig, richtig geil aus. Muss man schon zugeben. Ne? Also ich sehe schon richtig geil aus. Spaß beiseite, meine Freunde. So viele Blätter. Was soll ich damit machen? Ey? Schade, dass man hier nicht rauchen kann oder so. Das wäre ein Traum. Ja, unsere Farm, die wartet auch. Und das... Dieses Geisterhuhn. Hier ist einfach irgendwo ein Geisterhuhn, was die ganze Zeit mir Eier vors Haus legt, ey, vor die Haustür. Was für ein Strolch, ey. Ups. Jetzt wächst unser Weizen auch nicht mehr so schnell, weil es total ausgetrocknet ist hier. Weil ich da Holz reingesetzt habe. Also wir müssen das Feld verlegen. Keine Ahnung, was ich dann hier oben hin mache. Keine Ahnung, vielleicht eine Essecke oder sowas Chilliges. Ich sehe es jetzt schon hier. Ein paar Liegestühle, ein Tisch, Alter. Und ein paar Stripstangen. Hier vielleicht. So, aber wir müssen das Feld jetzt auf jeden Fall verlegen. Und dann mache ich hier, glaube ich, so eine Anlage hin. Nur die Frage ist halt, ob das cool aussehen würde. Weil das ist ja später auf dem Haus drauf. Da muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Das heißt, wir werden die nächsten Folgen bisschen Futtermangel haben. Ich wollte schon sagen, wo bleibt denn hier mein Brötchen? So, oh, wir haben ja noch ein ganzes Stack. Okay, wir werden keinen Futtermangel haben. Wir gönnen uns richtig Brot. Und dazu ein Glas Wasser, wie im Knast. Wer weiß, ob das auch im Knast so ist. Also ich war noch nie im Knast. Da will ich auch nicht hin. Kann ich auch sein lassen. Aber wie es da wohl ist, man weiß es nicht, Leute. Für die Leute, die jetzt dachten, das ist ernst gemeint, das war nur Spaß. Aber ich war wirklich noch nie im Knast. Zweimal. Was? Ich bin ein bisschen schizophren. So. Wo gibt's ein bisschen Eisen, Leute? Zeigt euch. Kann ich überhaupt hier oben langlaufen oder ist hier alles schon dicht? Da unten Wasser? Nee, natürlich nicht. Ey, das hat sich gereimt. So, jetzt gehen wir erstmal nach unten und suchen mal ein bisschen Eisen. Wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht ein paar Diamanten, aber das ist jetzt nicht der Sinn unserer Suche. Und zwar wollen wir halt einfach ein paar Eisenerze. Ein bisschen Eisenerz. Und ich hoffe, wir finden was. Auf der PS3, ey, da habe ich so gesuchtet, ne? Ihr glaubt es mir nicht. Ich saß stundenlang hier in der Mine, also nicht hier, also auf der PS3 eben, und habe nach Eisen, nach Erzen gesucht. Ihr glaubt es mir nicht. Und ey, das ging so ab. Mit meiner mega fetten, verzauberten Axt, ey, da ging das ab wie Schmidts Katze. Hä, nur ein einziges Redstone? Hier stimmt was nicht. Da möchte ich ja gar nicht mehr weitergehen. Kommt mir ein bisschen skurril vor. Ein bisschen jumpen.
Batz, 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 batz. Und batz, 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 batz. So, irgendwo hier war ja diese Höhle, die zu der anderen Höhle führt. Oh, scheiße, mein Knie tut weh. Da haben wir auch ein bisschen Kohle. Ach, da haben wir Eisen. Aber das würde ich ungern zerstören. Ich meine die Lava hier, ne? Freunde. Ja, okay, habe ich jetzt gemacht. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir uns hier in dieses heiße Bad voll Lava bewegen. Ich erfinde immer so geile Sätze, ja. So, wir sehen uns dann gleich wieder und schaltet ein, wenn es wieder heißt, Stefan Raab, Minecraft. Ja, geil, ne?